Filme und Serien zusammen gucken auf Rocket Beans TV. Telekollektiv. Ja, willkommen zurück hier bei unserem kleinen, feinen Sofa-Guck-Format Telekollektiv mit Tom Vlaschia auf dieser Couch. Wir haben eben gerade die vierte Folge der sechsten Staffel Game of Thrones geguckt. Und kannst du sie denn? Ja. Tolle Serie. Also kann ich nur weiterempfehlen. Ja. Ist dir das eigentlich, also ich meine, du hast ja jetzt bei der Serie unterschrieben, hast mitgemacht. Hast du dann irgendwann mal, oder wann hast du realisiert, wie groß dieses Format ist? Oder wie groß dieser Kult um die oder Hype um die ganze Geschichte ist? Ja, das ist ja jetzt jedes Jahr mehr geworden, so ein bisschen. Ne? Also nach der zweiten Staffel habe ich noch gar nicht so viel mitgekriegt. Nach der fünften ging, also habe ich es persönlich gemerkt, in Deutschland auch, also dass es dann richtig groß wurde, dass man ständig auf der Straße angequatscht wird in der dritten Person, dass man, ich sage, jeden Tag 100 Mal Valar Morghulis und Valar Dohaeris und ja, daran merkt man es dann. Nervt dich das? Nö, es geht. Wow. Gut. Jetzt lassen wir mal hier unsere beiden Kollegen mal ein bisschen zur Sprache kommen. Ihr habt noch gar nicht so wirklich viel euch zu Wort melden können. Okay. Ich würde sagen, Ladies first. Ja, also, was wollt ihr wissen? Ich darf nichts sagen. Annabelle, eine Frage. Komm, was du schon mehr wissen wolltest. Wo würdest du, an welchem Ort würdest du gern in der Welt mal hinfahren? Jetzt unabhängig von Game of Thrones. Ja. So eher zu Wall oder eher. Ach so, in Game of Thrones, in Westeros. Genau. Also da ich ja gerne mal ganz egoistisch, da ich gerne in Island mal drehen würde und da auch noch nie war, da muss ich mich aber, glaube ich, zu den White Walkern irgendwie begeben. Also ja, irgendwie nördlich der Mauer. Ich finde auch, Jacken könnte es eigentlich mit den White Walkern gut aufnehmen. Mit ein paar von, also jetzt nicht mit allen gleichzeitig, aber. Glaubst du, Jacken könnte sich als White Walker ausgeben? Ja. Immerhin. Naja, so hat er halt die Freiheit, die Seite zu wechseln. Ja, ja. Wir hatten das ja vorhin schon im Stream angerissen. Aber meine Frage wäre jetzt wirklich bezogen auf das Synchro-Thema, weil ich habe angefangen, Game of Thrones auf Deutsch zu gucken, tatsächlich, ich glaube, die ersten 3 Staffeln und bin dann auf Englisch übergeschwenkt, aus Spoilergründen und glaube, weil ich hier angefangen habe zu arbeiten. Und dann haben halt alle angefangen zu reden, so, und auf Deutsch kamen die Folgen dann erst einen Monat später oder was früher noch, jetzt ab diesem Jahr ja zeitgleich. Mhm. Und jetzt, die letzten paar Folgen, habe ich halt immer mal wieder auf Deutsch wieder geguckt, was sehr seltsam war. Und da habe ich es aber auch nicht gewusst, ob du dich halt selbst synchronisierst. Jetzt haben wir das ja schon vorhin einmal kurz angesprochen gehabt, dass du dich ja wirklich selbst synchronisierst, was ich sehr cool finde. Aber ist das nicht auch ein bisschen komisch für dich, halt die Szene nochmal zu sehen und nochmal zu sprechen vor allen Dingen? Nee, also ich finde, also ich will das unbedingt selber machen, weil, also wenn in meiner eigenen Sprache das jemand anders macht, also das fände ich dann eher komisch. Also wenn ich mich dann sehe und ich habe plötzlich eine andere Stimme, also das kriegt man so ein bisschen Persönlichkeitsspaltung. Da nee, das will ich schon unbedingt selber machen. Und ist das jetzt besonders schwierig oder auf was genau muss man dabei achten? Also beim Synchronsprechen jetzt allgemein? Ja, also es gibt ja ein Synchrondrehbuch. Also die gucken ja, es gibt auch einen Synchronregisseur. Da wird halt geguckt, dass, das ist ja so eine Wissenschaft für sich, Synchron. Also dass bei Konsonanten und Vokalen, also wenn der Mund sich öffnet und schließt, dass das dann, muss das ungefähr auch drauf passen. Deswegen klingt manchmal irgendwie ein Satz auf Deutsch ein bisschen komisch. Oder es gäbe eine bessere Variante dafür, aber man entscheidet sich dann für das Zweitbeste, weil es da eher mit Öffnen, Schließen da stimmt. Und ja, also. Also auch wenn du jetzt zum Beispiel zu deinem Synchronregisseur gesagt hast, ey, der hat aber eigentlich was ganz anderes gesagt oder der hat es eigentlich ganz anders. Ja, also sinngemäß stimmt das schon immer alles. Aber du kannst das halt manchmal nicht 1:1 übersetzen, weil wenn im Englischen irgendwie ein Satz mit einem offenen Mund losgeht, kannst du nicht in Deutsch mit einem geschlossenen Anfang. Also da musst du dann irgendwie eine Entsprechung finden, wo das hinhaut. Das ist aber nicht meine Aufgabe. Also dass ich lese, kriege dann den fertigen Text und dann, das sind ja auch Profis und dann stimmt das. Also dann versuchst du das dann so drauf zu sprechen und das geht meistens. Mich würde jetzt nochmal interessieren, da habe ich auch vorhin schon angesprochen, wie ist es denn dazu gekommen überhaupt, dass du bei Game of Thrones mitmachst? Wie hat sich das ergeben? Ja, lange Geschichte. Also ich habe ja auch vorher schon viele Sachen in Deutschland gedreht und war dann relativ unzufrieden mit den Rollenangeboten und war dann irgendwann genervt und dachte so, nee, das halte ich jetzt nicht noch bis zur Rente durch, irgendwie so auf die nächsten 2 Drehtage in irgendeinem RTL-Film zu warten.
Und dachte ich, entweder ich mache jetzt was ganz anderes oder ich gehe zurück zum Theater oder ich versuche mich ein bisschen breiter aufzustellen. Dann habe ich mir halt eine Agentur in England gesucht. Also da hat die Idee kam mir irgendwie, dachte ich, ja, kannst ganz gut Englisch und warum nicht? Ja, das hat auch erst eine ganze Weile gedauert, bis ich da Fuß gefasst habe, mehrere Jahre. Und dann kamen so ein paar kleinere Jobs für die BBC, ein paar Sachen. Ja, und dann kam einfach Game of Thrones und das wird ganz normal in England gecastet. Sind ja, wie gesagt, hauptsächlich Engländer, Iren, noch ein paar Europäer dazu, Peter Dinklage als einziger Amerikaner. Und also mein großer Vorteil, was ich heute glaube, war, dass ich das überhaupt nicht kannte. Also die erste Staffel war hier noch nicht ausgestrahlt, als ich für die zweite gecastet wurde. Ich hatte noch nie was von den Büchern gehört, ich bin jetzt nicht irgendwie ein riesiger Fantasy-Fan. Und dann habe ich halt diese eine Szene geschickt gekriegt, da war ich gerade in Berlin, ich schickte mir mein Agent diese Szene und da stand nur amerikanische Fantasy-Serie. Ich dachte, das ist die größte Grütze, weil da irgendwie so ein Typ von sich selber in der dritten Person redet. Und, ja, aber man macht das dann halt, weil ist halt ein Casting und ich sollte mich halt selber aufnehmen. Absagen kann man immer noch. Absagen, dass bei solchen Sachen eins von 100 klappt. Aber da war auch noch nicht klar, dass da HBO und so weiter mit drin steckt, oder? Doch, das wusste ich schon, aber du kriegst also solche Casting-Anfragen kriegst du ganz viele. Also du machst ganz viele von diesen Self-Tapes und schickst sie dann los. Das hat den Vorteil, die Produzenten müssen keine Reisekosten zahlen für die Schauspieler, die können sich viel mehr Leute angucken, also es ist ganz gut. Und du als Schauspieler hast zu Hause Zeit, du kannst die Szene so lange aufnehmen, bis du denkst, das ist gut. Oder und es sitzen nicht 30 Leute drumherum. Du bist nicht nervös. Und ich wusste überhaupt nichts damit anzufangen, weil da war auch keine Erklärung bei, wie die sich jetzt diese Rolle vorstellen. Das Einzige, was dabei stand, Eastern Accent. Jaqen H'ghar sollte mit einem Eastern Accent sprechen. Und dann habe ich halt diese Casting-Szene irgendwie versucht, mit einem russischen Akzent zu machen. habe die dann losgeschickt, habe das auch wieder vergessen, weil man, wie gesagt, viele von diesen Tapes macht. Und dann 3 Wochen später rief mich mein Agent und meinte, ja, du, die Produzenten fanden das ganz toll. Und dann habe ich mal nachgeguckt, was Game of Thrones ist. Und dann fand ich das auch ganz toll, dass die mich dann treffen wollten. Und ja. Und was haben die dann gesagt? Also dann bin ich dahin nach Belfast, habe die nur getroffen, kennengelernt. Die wollten dann, dass ich diese Szene nochmal spiele und haben irgendwann zu mir gesagt, ey, nee, mit dem russischen Akzent, nee, sprich mal so, wie du sprichst, das geht auch. Aber haben die dann gesagt, uns gefällt irgendwie jetzt deine Augen, deine Aura, deine, oder was war es denn, wenn es jetzt nicht der... Ich habe halt, also jetzt ernsthaft, ich habe diesen Text gelesen, der ist ja so verquast, also wenn einer immer so indirekt redet, was willst du da groß dazu spielen? Also ich dachte, je mehr ich jetzt mache, desto unnatürlicher wird das. Deswegen dachte ich, die beste Lösung ist, den Text einfach nur zu sagen. Mhm. Und mir war schon die Situation klar, dass da irgendwie ein Mädchen ist, was sich als Junge verkleidet und dass ich das weiß. Und da habe ich halt so ein bisschen gedacht, ja, dann spiele ich mal so ein bisschen mit der. So. Und das fanden die wahrscheinlich gut. Und ich habe es auch ganz ruhig gemacht. So, ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute die dafür gecastet haben oder. Und jetzt mal nochmal Butter bei die Fische. Was hat das für dich persönlich für deine Schauspielkarriere bedeutet? Ist das ein Riesending gewesen oder ist es gar nicht so krass, wie man denkt? Das ist ein Riesending, klar. Ja? Also einfach, Film ist ja ein Geschäft. Also es ist ja in erster Linie ein Geschäft. Da geht es um Produktionsfirmen wollen ihr Produkt verkaufen. Und wenn du halt in so einer erfolgreichen Geschichte drin bist, die weltweit geguckt wird, wird dein Name auch automatisch bekannter. Und natürlich kriegst du dann viel mehr Angebote, weil Leute diesen Credit dann benutzen wollen. Mhm. Was super ist. Also ich weiß nicht, wie lange das geht. Das geht ja immer so in Wellen. Also das kann im Moment freue ich mich sehr drüber. Also das kann noch durchaus mal wieder nach unten gehen. Also es könnte auch sein, dass du erst wieder in Staffel 8 auftauchst. Warte. Weiß ich nicht. Hast du Herrn Martin mal getroffen? Ja, einmal bei einer Premiere. Letztes Jahr, Premiere 5. Staffel, hatten wir in San Francisco. HBO macht jedes Jahr so eine große Premiere. Dieses Jahr war sie in L.A. Und in San Francisco habe ich ihn kurz getroffen. Ja, der Typ ist total cool. Ja. Also total gemütlich. Also wie er so halt auf Fotos auch rüberkommt. Und ja, wir haben nur kurz gequatscht, 5 Minuten. Der hat ja wohl... Der wohnt irgendwo in Arizona oder so, oder Phoenix, ja, irgendwie in Arizona. Der hat sich ein extra Haus gebaut für die ganzen Belegexemplare. Also der hat quasi in jeder Sprache, in der Game of Thrones erschienen ist,
hat er die entsprechenden Bücher und musste dann ein bisschen anbauen. Also hat ein extra Haus, wo er dann diese ganzen Belegexemplare hat und sammelt wohl Ritterfiguren. Ja, also genau, solche kleinen Actionfiguren. Solche kleinen Actionfiguren und hat davon wohl Tausende und stellt da so. Also ich habe das letzte Mal mit 10 im Sandkasten gemacht. Er macht das heute noch und stellt da seine Schlachten nach, aber ist das ist ja wichtig, um den Überblick zu behalten. Ja klar, wahrscheinlich behält er dadurch den Überblick. Das ist aber das ist ja wahr. Also ich meine, für jemanden, der die Bücher gelesen hat, das ist ja so krass, was in seinem Kopf vorgehen muss, um so ein Universum zu kreieren. Der muss zu Hause so ein Lexikon haben, damit er alle so Namen und sowas noch Verschachtelungen und Menschen. Also ich glaube, das sagt er auch selber, dass er ein großer Fan europäischer Geschichte ist. Und du findest ja in Game of Thrones ganz viele Parallelen zur europäischen Geschichte. Also er sagt ja so selber, dass dieses Westeros und diese ganzen Familien, das so an die Rosenkriege in England angelehnt ist. Meine Storyline mit dem House of Black and White ist für mich so ein bisschen der Übergang vom Polytheismus zum Monotheismus. Also die alten Römer und Griechen hatten alle einen Gott für alles, also 100.000 Götter. Und dann kam das Christentum. Zum Beispiel. Hat alles auf einen Gott vereinigt. Es gibt überall so Parallelen zur Menschheitsgeschichte. Und jetzt, du hast diese Probeaufnahmen und hast ein bisschen gespielt mit Maisie, hast du gesagt. Und dann haben die aber... Mit Maisie gar nicht. Nee, Maisie habe ich vorher gar nicht getroffen. Und das war dann einfach nur irgendjemand... Ich musste nur diese eine Szene da, mein erster Auftritt im Käfig, Staffel 2, Folge 2. Ja, aber als dann klar war, dass du quasi diesen Mann ohne Gesicht spielst, ja, also jemand, der eigentlich keine richtige Identität hast, wie musstest du dann da dran gehen? Also wie hast du dann irgendwie gesagt, okay, ich versuche dieser Figur, die 1000 Leute sein kann, dann irgendwie eine Art Persönlichkeit zu geben? Naja, das Coole an der Figur ist ja, dass die so mysteriös rüberkommt und dass man nicht so genau weiß, wo kommt der her, wo geht der hin, was hat der eigentlich vor? Ich hoffe, George Martin weiß das und löst das irgendwann auf, weil mir hat bisher noch keiner was gesagt. Ja, aber okay, ja. Ja, aber als Schauspieler spielst du ja nur eine Sache nach der anderen. Also du guckst dir an, was ist das für eine Situation? Und dann war das am Anfang für mich war das ja relativ klar. Ich muss ja nicht diesen ganzen Background mitspielen. Also dieses Geheimnis muss ich nicht spielen. Das entsteht in den Köpfen der Zuschauer, weil du halt Dinge machst, die scheinbar nicht zusammenpassen. So, und dann fragt sich jeder, warum, was soll das jetzt? Und ja, ansonsten guckst du halt, worum geht's in der Szene und versuchst das zu spielen. Aber du hast ja schon, ne, also du hast ja auch schon einen gewissen Storyverlauf. Also du musst ja eigentlich wissen. Klar, aber das sind ja ganz praktische Dinge. Also ich weiß zum Beispiel für mich, weiß ich in Staffel 2, sie ist ein Mädchen, sie ist kein Junge. Damit kann man schon mal viel rumspielen, dass man immer guckt und ihr das Gefühl gibt, man lässt ihr das jetzt durchgehen, aber eigentlich weiß man ja, was los ist. Und dann die ganz, ganz praktische Sache, dass ich ihr drei Leben schulde, weil sie uns eben aus dem Feuer gerettet hat. Weißt du da mehr? Also wie du das machst? Also wenn sie jetzt gesagt hätte, Tywin Lannister? Dann wäre die Serie nach Staffel 2 zu Ende gewesen wahrscheinlich. Aber sie hätte ja sagen können, Tywin Lannister, Joffrey... was weiß ich, das war ja irgendwie eine saublöde Entscheidung, da irgendwie diese unwichtigen Leute umbringen zu lassen. Aber dann wäre es halt gleich zu Ende gewesen. Ja, im Buch war das ja, glaube ich, irgendwie so ein bisschen, da war sie irgendwie in einer schlimmen Situation, wo sie das dann irgendwie, ich erinnere mich nicht mehr so ganz. Gut, sie hat das noch nicht überblickt, halt das Coole an Maisies Rolle ist halt, dass sie halt mit dieser Rolle erwachsen wird. Ja? Also in der zweiten Staffel ist sie noch relativ naiv und guckt sich das alles an und versucht irgendwie, sie ist zwar schon sehr schlau, aber sie weiß nicht, sie muss da entkommen aus Harrenhal und versucht sich zu den Dingen zu verhalten. Und so hat sie das auch gespielt. Das war halt ein 12-jähriges Mädchen und jetzt mittlerweile ist sie erwachsen und dann ist natürlich ihre Rolle auch ganz anders, weil sie ist viel bewusster und behauptet ja immer noch, sie wäre no one, obwohl sie ja eigentlich insgeheim immer noch Arya Stark ist. Also das weiß man nicht. Also zumindest das, was man bisher gesehen hat. Sie hat ja auch Needle versteckt. Also ich glaube nicht, dass sie vorhat. Sie versteckt. Also wie es jetzt weitergeht, weiß ich natürlich auch nicht. Was ist deine Theorie? Also beziehungsweise malst du dir das aus im Kopf? Ja, er hat doch schon die Szenen abgedreht. Oder meinst du, er fliegt jetzt morgen und dreht Folge 5? Ja, aber er kennt ja die nächsten Staffeln noch nicht. Also nee, vielleicht wird ja in den nächsten 5 Folgen schon das Schicksal besiegelt. Das könnte natürlich sein. Und dann wüsstest du es ja. Und dann sitzt du jetzt hier und lügst uns ins Gesicht. Das könnte natürlich sein. Also das Risiko müsste einfach eingehen. Ein Mann lügt nicht.
Oder doch? Ein Mann spoilert nicht. Nee, also wie es tatsächlich ausgeht, wie gesagt, also die Produzenten haben jetzt freie Hand, also die sind natürlich in Kontakt mit George Martin, also die besprechen sich schon und ich glaube, die wissen auch die von den fünf, sechs absoluten Hauptfiguren, wo die Reise hingehen soll. Aber ansonsten können die ja drumherum frei erfinden jetzt. Also die Bücher 6 und 7 werden total anders sein als die nächsten zwei Staffeln. Man muss ganz kurz sagen an die Zuschauer, wir waren irgendwie zwischenzeitlich kurz offline, wir sind jetzt irgendwie wieder online, nur das für alle Zuschauer, die jetzt irgendwie, das war auch irgendwie nicht bei allen oder so, die alle jetzt uns sehen, wir haben weitergeredet. Ihr könnt es dann natürlich auf YouTube dann nochmal, wir stellen es dann hoch, dann seht ihr den Dialog, den ihr jetzt verpasst habt. Aber ihr kommt genau richtig, denn ich wollte auch nochmal den Aufruf an euch starten, dass wenn ihr Fragen habt an den Tom, könnt ihr uns das natürlich an das Hashtag Telekollektiv schicken. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit, also wenn ihr super wichtige Fragen habt, ich gehe jetzt gleich mal auf Twitter und gucke, ob da irgendwas ist. Waren ja schon im Chat auch ein paar ganz, ganz interessante Fragen, fand ich. Was sagt denn das Forum? Da gibt es doch auch ein paar. Hier ist zum Beispiel, wie ist es mit Maisie Williams zusammenzuarbeiten? Wie hat sie sich schauspielerisch über die Jahre verändert? Fragt Matzpa. Hat was nicht gerade? Ja, also schauspielerisch ist sie einfach großartig. Es ist mir ein absolutes Rätsel, wie man irgendwie in dem Alter vor einer Kamera, und da stehen ja dann 30, 40, 50 Leute drumherum, so natürlich und differenziert spielen kann. Ja? Also die ist wirklich, da stehe ich jedes Mal staunend davor. Also die war ja nicht auf einer Schauspielschule oder hat ja jetzt auch noch nicht viel Spielpraxis und macht das großartig, finde ich. War auch ihre erste große Rolle, oder? Ja. Ja, und jetzt kommen ja auch die weiteren. Die hatte ja jetzt in der letzten Doctor Who-Staffel hatte sie ja auch eine relativ große Rolle, wo sie ja auch sehr viel Lob für geerntet hat, weil sie vor allem auch eine sehr alte Figur auf einmal gespielt hat, in einem jungen Körper. Ja, ich glaube, um die müssen wir uns keine Sorgen machen. Ja. Stehst du mit ihr in Kontakt? Schreibt man sich da? Oder ja, so locker, klar. Ja. Also sie ist ja wirklich die Einzige, mit der ich drehe, mit Faye noch, die The Wave spielt. The Wave? Die andere, die sie da verprügelt. Ich weiß gar nicht, wie die in Deutsch heißt. Weiß ich auch nicht. Also sie heißt auf Englisch The Wave. Und ja, ansonsten mit so ein paar Leuten, also mit Iwan, weil ich mit dem vorher schon gedreht habe. Also wir stehen so in Kontakt mit Alfie Allen so ein bisschen. Ja? Und gibt es noch jemand, wo du sagst, ey, mit dem will ich unbedingt noch mal eine Szene haben? Mit allen. Also ich finde Varys und Tyrion finde ich natürlich total cool, weil die diese Ironie haben und dieses, das finde ich sehr geil. So, was haben wir denn noch? Ja, haben wir hier auch schon direkt von Homas eine Frage beantwortet, quasi. Kennst du das komplette Game of Thrones Team oder wird immer nur mit wenigen Leuten gedreht? Das hast du ja gerade mehr oder weniger beantwortet. Hier, mal angenommen, du kannst entscheiden, wie Ramsay Bolton stirbt. Wie würdest du ihn umbringen? Da Ramsay Bolton eine meiner absoluten Lieblingsfiguren ist, würde ich ihn überhaupt nicht umbringen. Er wird auf den Iron Throne kommen bei dir und über ganz Westeros herrschen. Ja, das vielleicht jetzt nicht gerade, aber ich würde ihn noch lange leben lassen. Und wen siehst du am Ende auf, oder von wem würdest du wünschen, dass er am Ende auf dem Eisernen Thron landet? Also mein Favorite ist natürlich Jaqen H'ghar. Also kommt jetzt vielleicht überraschend, aber hey. Und dann, also meine persönliche Theorie ist ja, dass die ist aber tatsächlich durch nichts begründet, dass gar keiner auf dem Eisernen Thron am Ende sitzt, sondern dass dieser Thron irgendwie zerstört wird vielleicht, weil der ist ja so Sinnbild der Macht. Und das vielleicht... Dass die Drachen schmelzen den irgendwann. Ja, oder sich die Königreiche halt einfach auch zerschlagen. Demokratie. Das Königreich, ja, dass die Monarchie quasi abgelöst wird. Ja, sowas. Von Game of Thrones. Und Demokratie. Dann kommt der Kommunismus. Sowas. Es könnte natürlich auch sein, also es ist ja immer so, alle, die auf dem Eisernen Thron mal irgendwie gesessen haben, haben es ja nicht mehr lange gemacht danach. Also der bringt dir jetzt nicht gerade Glück. Es gab übrigens die schöne Anekdote, dass Queen Elizabeth hat mal letztes Jahr... hat die einen Set-Besuch gemacht in Belfast. Sie wollte sich das mal alles so angucken, weil es ist ja so für Belfast ein Riesending. Ja, also einfach wirtschaftstechnisch ist das ja natürlich sehr wichtig für die. Und die hat sich das so angeguckt und dann wollten die Fotografen, dass sie sich mal auf den Eisernen Thron setzt und da so ein paar Schnappschüsse macht. Da hat sie dankend abgelehnt. Also sie ist eine sehr kluge Frau, glaube ich, weil...
Das hätte die auf jeden Fall selber noch ein bisschen weiter regiert. Das hätte vielleicht auf jeden Fall Memes gegeben. Ne? Ja. Hier haben wir ganz oft die Frage, wie wurdest du gecastet? Haben wir leider beantwortet, als ihr es offensichtlich nicht sehen konntet. Müsst ihr bei YouTube nachholen. Aber hier zum Beispiel zockt von Baja. Zockt Tom, beziehungsweise interessierst du dich für Videospiele und würdest du sowas machen wie Kollege Littlefinger, der ja jetzt in Quantum Break. Leute, also ich muss mich outen, ich habe überhaupt gar keine Ahnung von Videospielen. Gar nichts. Nichts. Also ich habe mal, doch, also das ist jetzt sehr, sehr lange her, habe ich ein Spiel gespielt, das hieß Tropico. Da konnte man. Das ist wahrscheinlich total uncool. Nee, aber da ist jüngst der fünfte Teil erschienen. Tatsächlich, ich kenne den ersten. Wo man so ein karibischer Diktator sein konnte, das fand ich ganz gut. Also, wenn, dann finde ich so Strategiespiele gut. Also, jetzt irgendwie Rumgeballer war noch nie so meins. Also, wenn, dann irgendwie so. Ganz wichtige Frage, die müssen wir auf jeden Fall heute noch klären. Aska fragt die, aber es interessiert wahrscheinlich Millionen Menschen da draußen. Pudding mit oder ohne Haut? Mit. Ernsthaft? Mit, ernsthaft? Na klar, das ist ja, das Beste natürlich. Am Pudding. Wenn du einen Pudding kochst, dann so ein bisschen stehen lassen und dann diese Haut und dann so. Oh. Großartig. Sehe ich auch so. Du hast eben gerade gesagt, du bist kein so ein Fantasy-Typ. Also du bist nicht so der Fantasy-Fan. Weil ich halt keine Fantasy habe. Ja, okay, das sagst du jetzt. Nee. Aber ich glaube dir ja prinzipiell gar nichts, ja, weil du bist ja nun mal der gesichtsreiche Mann. Worauf stehst du so? Also was ist so dein bevorzugtes Genre? Privat jetzt? Ja, privat jetzt. Ja, natürlich. Ich glaube nicht, dass es irgendwie HBO oder Netflix bei Dark Knight ist. Ich finde ja immer, ich weiß jetzt nicht, ob das daran liegt, dass ich vielleicht vom Theater auch komme, dass ich die ersten Jahre, ich habe ja eine so klassische Schauspielausbildung und war dann mehrere Jahre fest am Theater und habe dann auch als Gast lange noch was gemacht. Ich finde immer, dass das richtige Leben spannend genug. Also ich brauche jetzt nicht unbedingt Drachen und Hexen und Gnome. Also, ja gut, aber jetzt sitzt ein Tom Vlaschier abends auf der Couch. Was ziehst du hier rein? Also jetzt ganz konkret, als letztes habe ich geguckt Narcos. Davor habe ich die letzte Staffel von House of Cards geguckt. Davor habe ich Transparent geguckt. Davor habe ich, was habe ich noch geguckt? Naja, alles was so. Also Serien noch mehr, ja? Im Moment schon, ja. Ja. Weil es jetzt auch die, sag ich mal, deine Arbeit so erlaubt? Oder? Nee, weil es mich auch gerade interessiert. Also ganz großartige Serie finde ich zum Beispiel auch The Americans. Ah, ey, hab ich immer noch auf dem Zettel. Ist total irgendwie underrated hier in Deutschland. Die lief wohl mal auf, ich glaube, auf ProSieben oder so. Hat aber auch spät nach irgendwie The Americans. Über diese russischen genau, großartig. Hast du, hier sind auch zwei sehr interessante Fragen. Also zum einen, weißt du, warum Jarkin in Westeros war in Staffel 2? Das habe ich mich nämlich auch gefragt. Nee. Warum ist er überhaupt, wie landet er überhaupt? Ja, wieso ist so ein Typ irgendwie in King's Landing da im Gefängnis? Also ich glaube, das ist ja alles ein Teil eines größeren Plans. Ich hoffe, dass der George Martin denkt da auch so oder die Produzenten und das wird irgendwann aufgelöst. Also er hat definitiv, hat er es ja auf Arya abgesehen, aber da muss es ja irgendeinen Grund geben, warum er sie da ausbildet, warum weil er sie darüber lockt. Weil du Eddard Stark bist. Weil ich Eddard Stark, genau. Du hättest das jetzt eigentlich nicht, ich bin ganz du hättest nah das nicht dran, spoilern sollen. Nee, jetzt. Aber ich bin ganz nah dran. Und dann hier eine sehr schöne Frage, finde ich, wie war deine Zeit auf der Schauspielschule? Blut, Schweiß und Tränen. Ja. Nein, war geil. Also ich fand's cool. Ich war relativ jung, als ich auf die Schauspielschule bin und das war mein Traum und ich habe das geschafft. Also das ist ja in der Schauspielschule und ich war 19. Ich habe die Aufnahmeprüfung mit 17 gemacht und habe die bestanden und das war, ja. Was war das dann? Singen, Tanzen, Sprechen? Nö, das ist, ich weiß nicht, wie es heute ist. Bei uns war es damals, du musstest drei Monologe, also einen klassischen, einen modernen. Ja, du konntest halt Sachen aussuchen, aber es musste so ein bisschen unterschiedlich sein. Und ein Gedicht oder ein Lied. Und dann gab es noch einen Bewegungstest, aber der war eigentlich, da wollten sie nur musstest gucken, nicht singen. Du musstest nicht unbedingt singen. Nee, ich glaube, ich habe nicht gesungen. Ich habe auch mal ganz früher mit dem Gedanken gespielt und dann habe ich immer mir die Anforderungslisten gelesen, durchgelesen, was man machen muss, alles um genommen zu werden. Das hat mich immer abgeschreckt. Ja, aber das Ding ist ja, viele denken ja, du musst da irgendwie was Perfektes vorspielen. Das ist ja überhaupt nicht so. Also im Gegenteil, also wenn du schon relativ gut bist, nehmen sie dich meistens nicht, weil sie sagen, ja, du hast ja schon irgendwo so eine Ausbildung oder du bist schon zu weit, wir können dich nicht mehr formen oder wir können jetzt nicht mehr richtig. Also die suchen nach ganz anderen Sachen. Die gucken, ob da irgendwie ein Talent erkennbar ist, ob du
Ich weiß gar nicht, was mussten wir denn noch machen? Nee, wir mussten also, ja. Weißt du noch, was du wandelbar bist? Ja, ich habe irgendwie aus dem zerbrochenen Krug habe ich einen Monolog gemacht. Dann habe ich von Rolf Hochhuth aus Ärztinnen, hieß das Stück. Und was habe ich noch gemacht? Dritten. Ferdinand, glaube ich, aus Kabale und Liebe. Mhm. Mit 17? Nein, mit 19. Mit 17? Ja, nicht mit schlecht. 17? Naja, da du. Nein, ja, gut, da hätte ich wahrscheinlich... Die Klassiker hat man doch in der Schule. Ja, okay, aber da hätte ich, weiß ich nicht. Ich hätte wahrscheinlich dann, wenn ich, ich weiß nicht, was war denn mit 17 cool? Das ist so lange her bei mir, ich habe keine Ahnung. Bad Boys. Nein, das war nicht gut. Avatar, halt's Maul. Was willst du jetzt? Nee, ich habe gesagt Predator oder Terminator, so alle Zeilen von Arnold Schwarzenegger runter. Ah, das wäre geil. Aber ich glaube, damit kommt man auf der klassischen Schauspielschule nicht. Doch, die haben durchaus Humor. Also da machen Leute auch ganz unorthodoxe Sachen. Ich habe gehört, dass eine der beliebtesten modernen Monologe ist Robert De Niro's Taxi Driver. Vom Spiegel? Ja. Tatsache. You talking to me. Das Lustige ist, ich bin 92, habe ich mit Schauspielschule angefangen. Wirklich, von den 20 Leuten, die da in meiner Klasse waren, hat nicht ein einziger irgendwann darüber nachgedacht, ich mache Film oder Fernsehen. Also, das war allen völlig klar. Die Ausbildung war theaterfokussiert und alle wollten fest ans Theater. Ich glaube, das hat sich in den letzten 20 Jahren total geändert. Also wenn du heute auf eine Schauspielschule gehst und dann... Wollen alle Filmstar werden. Wollen wahrscheinlich alle Filmstar werden, was natürlich völlig am Thema vorbeigeht, weil man kann ja nicht den Berufswunsch Star haben. Sag das mal der DSDS-Generation. Ja, deswegen gibt es da, glaube ich, auch einige böse Enttäuschungen. Also unterscheidest du auch zwischen Star und Schauspieler? Gibt es für dich jemanden, der nur Star ist? Und ja, Star, ich weiß nicht, was das sein soll. Also Star ist man... Oder prominent. Es gibt gute Schauspieler und es gibt schlechte Schauspieler. Und wenn du... Es gibt sehr viele sehr gute Schauspieler, die nie das Glück haben, in einer Produktion mitspielen zu können, die jetzt sowas wie Game of Thrones, die wahnsinnig erfolgreich ist und dann von vielen Leuten gesehen wird. Ich meine, das ist ja jetzt nicht mein Verdienst, zum Beispiel. Das ist in dem Fall Glück gewesen, dass ich dieses Casting gewonnen habe. Also es gibt tolle Kollegen, die am Theater irgendwo spielen, die keine Sau kennt und die nie die Chance kriegen. Christoph Waltz an vor Inglourious Basterds. Ja, Christoph Waltz hat ziemlich lange auch hier in Deutschland rumgedümpelt und ist dann... Wollt's ja eigentlich aufgeben. Ja. Bis dann der Anruf aus Amerika kam. Hast du jetzt inzwischen auch... hat sich deine Sicht zum deutschen Filmschaffen oder zur deutschen Film- und Serienindustrie geändert, seit du jetzt auch dann bei Game of Thrones bist? Nee, eigentlich nicht. Also die Meinung, die ich jetzt habe, hatte ich vorher auch schon. Es gibt wirklich hier ganz tolle Leute. Also es gibt super Drehbuchautoren, es gibt super begabte Regisseure. Es ist nur leider so, dass dieses System von Fernsehsendern, Redaktionen, Förderungen so starr ist, dass es einem ganz oft sehr schwer gemacht wird, was Gutes oder Originäres zu machen, weil so viele Leute immer mitreden und im Endeffekt haben natürlich immer die das Geld geben, das Sagen. Ist das in Hollywood so anders? Da reden auch viele Leute mit. Ja, aber das hängt ganz viel mit der amerikanischen Mentalität zusammen. In Amerika ist es so, du machst was und das wird auch gewürdigt, wenn du da viel Energie rein investierst und wenn du damit scheiterst, dann sagen die Leute zu dir, super, dass du es probiert hast und geht wieder neu los. In Deutschland, wenn du scheiterst, tschüss, war es das. Also es ist so ein Mentalitätsunterschied, den ich da, glaube ich, so beobachtet habe. Und glaubst du denn aber, dass es, also du siehst nicht, dass es auch Kreativitätsprobleme gibt, also dass es gar nicht so viele gute Sachen gibt in Deutschland? Nee. Nee? Also ein Kreativitätsproblem, finde ich, gibt es ganz sicher nicht. Also es ist eher so, dass man die Leute nicht machen lässt, weil natürlich immer ein Risiko dabei ist. Also aber wie ich vorhin schon gesagt habe, Fernsehen, bleiben wir jetzt mal beim Fernsehen bleiben, ist ein Geschäft in erster Linie. Den Fernsehsendern geht es um die Quote. Wenn die Quote nicht stimmt, muss der Redakteur seinen Hut nehmen. Deswegen versucht der, das Risiko zu minimieren, irgendwie nur immer die gleichen bekannten Gesichter zu besetzen, weil er meint, deswegen schalten die Leute ein. Beim Drehbuch wird immer, also ich pauschalisiere jetzt sehr, aber es wird in der Regel versucht, einen Film für alle zu machen, also die Oma und den Teenager zusammen vor die Kiste zu kriegen. Das funktioniert sowieso nie. Und da wird halt immer so, ist halt sehr mittelmäßig, ja. Also es gibt durchaus sehr gute Sachen im deutschen Fernsehen und zum Glück hat sich in den letzten Jahren, finde ich, schon einiges verändert. Also so ein bisschen sind sie aufgewacht, aber die können noch viel mutiger sein. Aber glaubst du,
Glaubst du denn, dass jetzt durch die Einmischung von großen amerikanischen Firmen auch vielleicht ein bisschen von dieser amerikanischen Mentalität rüberkommt? Weil Netflix und auch Amazon haben ja jetzt deutsche Serien hier bestellt und scheinbar auch mit einem gewissen Budget, um die halt eben auf Deutsch in Deutschland halt machen zu können für den deutschen Markt. Also glaubst du, dass das vielleicht so ein bisschen Aufschwung, ein bisschen frischen Wind in das Ganze reinbringt? Das hoffen wir alle. Also alle Kollegen hoffen das sehr, dass das so alles so ein bisschen aufgebrochen wird dadurch. Ich meine, Deutschland ist ein großer Markt oder der deutschsprachige Raum, also mit Österreich, der Schweiz zusammen sind es 100 Millionen Leute. Also da geht schon einiges, wenn man will. Hat man dann schon vielleicht irgendwas gehört, ob da, weil angekündigt ist das jetzt, glaube ich, schon seit ein paar Wochen, Monaten, dass da Gelder reingepumpt werden sollen, irgendwelche Projekte, aber so. Ja, so der Schweighöfer hat ja. Schweighöfer macht für Amazon, ist das, glaube ich. Schweighöfer hat und Netflix hat jetzt auch schon eine deutsche Serie irgendwie bestellt. Haben Sie aber auch schon irgendwelche Details dazu genannt? Weiß Sky nicht. Macht jetzt Berlin, Babylon. Genau. Babylon Berlin, ja, mit Tom Tykwer macht der Regie. Es wird eine Riesenproduktion. Haben wir noch den Trailer geguckt. Genau, also, wir haben irgendwie so ein, zwei Sachen gesehen. Also es passiert schon einiges. Hier nochmal eine Frage zu Game of Thrones. Die haben wir so ein bisschen schon angekratzt. Hier fragt Thomas, hat wir nicht schon? Egal. Wie oft war George R. R. Martin am Dreh wirklich dabei? Man hört ja immer, er sei ziemlich involviert gewesen. Also ich glaube so oft, also direkt am Set ist er nicht oft, ist er vielleicht einmal pro Staffel, also so wie ich das mitgekriegt habe, guck, fährt der mal irgendwie nach Belfast und ist mal zwei Tage am Set, aber der ist natürlich in engem Kontakt mit den Produzenten, also es gibt zwei Hauptproduzenten, David Benioff und Dan Wise, und das sind auch die Showrunner, also die das Sagen haben und auch sämtliche kreativen Entscheidungen treffen. Hast du die kennengelernt? Ja, und die sind halt zwei super coole Typen, die sind ständig präsent, die sind Das müssen auch Hardcore-Nerds sein. Irgendwie dafür, so, dass die so erfolgreich sind, sind die wahnsinnig entspannt, natürlich, behandeln alle gleich, haben immer ein offenes Ohr, also und das ist halt der Unterschied, also die haben wirklich das Sagen, HBO als Sender, der diese Produktion in Auftrag gegeben hat und das Geld gibt, mischt sich da gar nicht groß ein. Die vertrauen denen und die haben das Sagen. Und die müssen ja wirklich die Quelle, also das Quellmaterial in- und auswendig kennen. Die müssen ja genau wissen, weil sie ja jetzt sogar ohne Quellmaterial weitermachen. Also das müssen ja richtige Game of Thrones Nerds sein, auch überhaupt auf Game of Thrones oder Song of Ice and Fire zu kommen und zu sagen, das so Serienmaterial wäre, ich meine, wann ist das erste Band erschienen? Ende der 80er? Anfang der 90er. Oder Anfang der 90er, also es ist jetzt auch schon, ist jetzt nichts, was gerade auf dem Markt kam. Es gab wohl in Amerika schon eine ziemlich eingeschworene Fan-Community. Ja, in Deutschland auch. Ja. Echt, ja. Deshalb ist doch, es gibt so in Fantasy-Kreisen und so wird das schon lange ziemlich abgefeiert. Ja. Aber trotzdem, dass du als Hollywood-Produzent kommst und sagst, ey, das machen wir, also gehört ja auch eine gewisse Weitsicht dazu. Also ich würde ich auch gerne mal irgendwie mal. Sollen wir die auch hier herholen? Kannst du ein gutes Wort für uns einmal? Mach ich. Soll ich gleich anrufen? Ja, hast du die Nummer? Natürlich. Okay. Ja, dann schick gleich mal einen Text ab. So geil. Da haben wir hier nochmal. Habt ihr noch eine Frage? Ja, wie gefährlich ist das denn, nicht aus Versehen zu spoilern? Bekommt ihr da irgendwie so eine Art Anti-Spoiler-Training oder sowas? Ich meine, ihr werdet echt oft genervt. Nee, wir haben alle so einen kleinen Elektroschocker implantiert und irgendjemand von HBO guckt immer à la Big Brother. Und sobald wir was spoilern. Kannst du was dazu sagen, wie hoch oder wie schwer die Konsequenzen wären, wenn dir wirklich mal so ein On-Air oder irgendwo in einem Interview oder sonst irgendwas rausrutscht? Grausamer Serientod. Mindestens. Naja, aber da gibt's da Auflagen, Sanktionen? Also die Gefahr, also was soll mir rausrutschen? Zum Beispiel, dass Jon Snow tot ist. Wie, der ist schon wieder tot? Der ist doch gerade wieder lebendig geworden. Hab ich jetzt zu viel verraten? Ach, die können ihn doch nicht alle zwei Folgen umbringen. Jetzt geht's schon wieder los. Aber meine Theorie mit Eddard Stark, da habe ich so ein Funkeln in deinen Augen gesehen. Das ärgert dich schon ein bisschen, dass ich jetzt auf die Schliche gekommen bin. Ja, so ein bisschen, ja. Also was ich hier ganz gut finde in dieser Hall of Faces, da in diesem Haus schwarz-weiß, da dieser Hütte, das können ja theoretisch alle Gesichter da hängen. Und es tun ja vielleicht auch alle Gesichter. Also es kann eigentlich jeder wiederkommen. Du hast dich verraten. Ich bleib unter uns hier. Ich werde es nicht Dan und wie heißt der andere? David sagen. Aber du hast dich ein bisschen verraten, als du gesagt hast, dass es irgendwie einen Grund geben muss, warum er Arya trifft. Deutschland muss es einen Grund geben. Deutschen Eddard Stark wer hätte das Ja. Es gut. Bleibt spannend. Es bleibt spannend. Ich sehe, wir sind auch schon fast wieder. Wir sind am Ende dieser Sendung. Ja. Es ging so schnell. Tom, hast du noch ein letztes Wort, was du vielleicht an die zahlreichen Game of Thrones Fans da draußen irgendwie richten möchtest?
Sag nicht Valar Morghulis. Gebt nicht auf. Ich sage nicht Valar Morghulis. Ja, Leute, ich weiß auch nicht viel mehr, als ihr wisst. Von daher, ich bin auch total gespannt darauf, wie es weitergeht. Kommst du noch mal wieder, wenn du gestorben, den Serientod gestorben bist? Ich verstehe dich gerade ganz schlecht. Kommst du noch mal wieder, wenn du einen neuen Film hast? Zum Beispiel, wenn du wieder so eine Synchronrolle nimmst, wie bei Arlo und Spot oder sowas. Sehr witzig, das ist ja, das ist in einem Tag erledigt. Das eine schließt das andere nicht aus. Okay, aber dann kommst du mal vorbei. Vielleicht. Okay. Er ist halt the faceless man, ja. Liebe Freunde, vielen, vielen Dank da draußen, dass ihr uns hier zugesehen habt und dass ihr, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir hier. Ein Dankeschön, ein fettes Dankeschön geht nochmal raus an Sky und HBO, die uns ermöglicht haben, diese Folge zu zeigen. Ihr könnt, wie gesagt, jeden Montag auf Sky gucken, gleich auch schon auf Deutsch. Ihr könnt dann aber auch ab Dienstags auf Amazon, iTunes, Hulu, was weiß ich, wo immer auch, könnt ihr euch die Folge dann auch runterladen. Das ist auch ein sehr netter Service. Ja, und vielleicht war es ja auch nicht das letzte Mal, dass wir irgendwie eine Serie geguckt haben. Auch vielleicht Game of Thrones. Vielleicht nochmal mit dir. Das wäre natürlich sehr, sehr cool. Aber für die Leute, die jetzt vielleicht noch Bock haben, nächste Woche sich mit uns eine Serie anzuschauen, wir schauen nächsten Mittwoch um 20.15 Uhr Fargo, die zweite Staffel, erste Folge. Auch. Die zweite Staffel, ja, das die ist auch cool. Da bin ich noch in der ersten Staffel. Ja? Oh, die zweite ist besser. Die zweite Staffel kannst du aber gucken, ohne dass du die erste wissen musst. Die zweite ist besser. Die hängen nicht miteinander zusammen. Obwohl, die sind beide geil. Die zweite ist besser. Ich sag, die zweite ist besser. Die zweite ist der Hammer. Ja. Davon gucken wir. Eddie sagt, die zweite ist der Hammer. Also davon gucken wir die erste Folge nächsten Mittwoch. Wieder bei Telekollektiv. Tom, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, wir trinken jetzt hier gleich noch eine Tasse Kaffee für den Weg. Und wünschen dir natürlich alles Gute. Ich hoffe, du wirst noch lange dieser Serie enthalten bleiben. Wir brauchen da einen deutschen Anteil. Und ansonsten vielen Dank, Alvin, Annabel, Eddie. Was denn? Nix, ich freue mich. Ja? Alles klar. Ihr Lieben, Dankeschön, macht's gut. Es war ein schöner Abend. Wir hoffen auf eine Wiederholung und ja, bis bald. Filme und Serien zusammen gucken auf Rocket Beans TV. Telekollektiv.